Es fehlt noch eine Wasserpumpe, ja, Chris. Die konnte mir nicht setzen. Hier fehlen noch einige Wasserpumpen. Hier fehlen auch vierer oder so. Hier fehlt sogar noch einiges. Was fehlt denn hier alles? 300 Rohr. Immer noch 30 von den Maschinen. Und 5 Pumpen. Okay, gehen wir mal holen. Den ganzen Unsinn. Und dann können wir da das Zeug neu legen. Wo müssen wir lang? Hier lang. 60 FPS. So schön, ne? Man müsste direkt mal gucken. Was haben wir denn jetzt hier für Update? Update, das ist immer noch 9, ne? Game Update. Also bloß noch ein Drittel der Leistung wird gebraucht, um das hier aufrechtzuerhalten, wie es jetzt ist. Ist immer noch ganz schön viel tatsächlich. Obwohl nichts los ist, ne? Wofür wurde denn das gebraucht? Immer noch Entity Update. Da geht der Haufen rein. Und ansonsten über viele Kleinigkeiten. Dankeschön. Ich habe einen Tee erhalten. Den besten Tee. So, aber jetzt zurück. Wir müssen die restlichen Anschlüsse tätigen. Da war ein Zug. Ja auch. Der war schreckhaft. Mir geht jetzt die Pumpe hier. Ja, in meinem Alter. Ich fall gleich tot vom Stuhl. So schlimm, ja. So schlimm. So, was fehlt jetzt hier noch? Nix. Gut. Alarm ist hier. Ja. Sollen sie sich mal nicht so anstellen. Was machen die hier überhaupt mit? Die Hugos. Ja, kriegst du eine gelbe Kiste, dann kannst du glücklich sein. Yay. In Ordnung. Okay, Schweröl muss hier rein. Entities sind unter anderem Aliens, aber Entity ist ein Objekt, also auch jede Maschine, jedes Rohr. Wobei wahrscheinlich die Rohre nicht unter Entity Update zählen. Aber grundsätzlich jede Maschine, jeder Kombinator zählt als Entity. Auch die Aliens natürlich. Fluid Manager ist ziemlich flott. Transport Lines ist auch, naja, nicht so ganz flott. Circuit Network braucht relativ viel. Ah, das ist halt so. Und das wird auch alles immer schlimmer. Die Frage, wie lege ich dich denn hier hin? Wahrscheinlich einfach so, ne? Ja, speicher doch. Speicher halt. So. Hier ist nochmal. Der läuft einfach hier lang. Das passt auch. Wieso hat denn das keinen Strom? Hier, mach mal Strom dahin. Oh, das war doof. Hier muss der Strom hin. Ja, das war auch doof, weil genau da musste er hin. Wieder genau schlau gelegt habe ich das. So, du hier. Du da. Du hier. Du da. Ach, hier passt es. Ist ja auch interessant. Aber soll uns mal nicht stören. Der kommt hier hin. Und jetzt bloß nachher da oben. So, dann sind die schon mal angeschlossen. Wieso habe ich bloß 21 von den Rohren einstecken? Das macht aber nichts. Ich kann nochmal neue bauen. Das soll uns nicht stören. Ja, hier fehlt jetzt der Strom. Das macht nichts. So, jetzt wird hier reingestopft. Kein Schwefel. Ja, weiß Spiel. Bin immer noch dran. Ja, bauen wir ein paar Rohre. So, nächstes. Müsste Leichtöl sein.
Leichtöl. Haben wir hier so ein paar Verbindungen. Da wurde auch jeder Einzelne abgeführt. Jeder Einzelne wurde einzeln abgeführt. Nicht ganz. Also, legt zwei zusammen. Machen wir mal so hier. So, hier. Das hier ist dann schon mal einmal Leichtöl. Und zwar das ganz obere, das landet dann dort. So. Wunderbar. Ist hier drinne. Das hat auch wieder keinen Strom. Weil das wäre ja auch zu schön, um wahr zu sein, wenn das Strom hätte. So, der nächste. Ist wieder er hier. Auch bis dahin. Bis hierhin. Er verbindet sich mit ihm hier. Bop, bop. Bop, bop. Das hier können wir eigentlich gleich mal hier verbinden lassen. Das würde Sinn machen. So, hier. Dann brauchen wir nämlich bloß noch den hier anzuschließen und schwupp. Macht sie das Zeug auch jetzt hier rein. Okay, die nächsten sind hier unten dran. Und hier reicht es nicht weit genug. Das ist ärgerlich. Aus irgendwelchen Gründen, die keiner versteht. Oh, wie kriege ich denn den untersten da jetzt mit hoch? Das wurde ja interessant gleich. Da ist ja das Schweröl im Weg, mittelst. Hier. Ah, na gut, ich könnte hier lang um die Ecke rum und dann sollte das auch in Ordnung sein. Oder wir nutzen hier einfach innen die Strecke aus. Kann ja wahr sein, ne? Kann doch alles nicht wahr sein hier. So, dann kann er hier hin. Er hier hin. Er dahin. Und dann? Dann verließen sie ihn. Oder? Nee, das geht nicht. Das geht gar nicht. Also man kann das hier jetzt erstmal verbinden. Dann läuft der von mir aus hier hoch. Und hier rum. Und hier rum. Und jetzt. Dann schließt er sich da oben an. Was hier ist. Sehr schön. Und fertig, erledigt. Bop, bop, bop. Ah, sehr schön. Sehr schön. Guten Abend, ich habe WLAN. Yay, schönen guten Abend, Pascal. Ach stimmt, du bist ja jetzt im Urlaub, oder? Abend, Pyro, echt eine Brille. Ach nee, das hat man schon, genau. Ja, so weit, so gut, ne? Würde ich mal sagen. Jetzt können wir hier mal ein bisschen Wald wegräumen. Damit wir hier mal sehen, wo gleich hier die Pumpen hin müssen. Hier muss ohne Pumpe hin. Und ansonsten ist das in Ordnung. Jo, dann, wo ist das Wasser? Hier. Waterfill. Gib mir, ich brauche glaube 5 Pumpen. Wo sind hier 5 Pumpen? 1, 2, 3, 4, 5. Oder ein Rechtsklick hätte auch gereicht. Warum habe ich den nicht gemacht? Weil ich doof bin. So, hier ist Wasser. Wo braucht man jetzt hier die Wasseranschlüsse? Was habe ich denn hier gelegt für einen Unsinn? Das sieht nicht richtig aus. Hä? Was habe ich denn da gelegt? Achso, das ist der Ausgang. Doch, doch, das stimmt schon so. Das sind die Ausgänge. Ja, und immer da in die Mitte habe ich hier Wasser gesetzt oder so. Hier muss Wasser dran. Eigentlich. Ja, genau. Hier müsste Wasser dran. Also, 1, 2. Dann die Offshore-Pumpe hier hin. Und angeschlossen. Hier auch wieder. Wo ist das Waterfill? Mist, ich brauche mehr davon.
Kein Waterfall mehr. Was tun wir nur? Was tun wir nur? Wir holen Neues. So einfach ist das. Keine Ahnung. Aber danach war es eigentlich schon noch dann die Lagerung aufbauen. Und dann sind wir eigentlich durch. Ja, fertig ist der Lack. Dann kann man das Schwefel, können wir das Schwefel runterschaffen per LTN. Dann können wir da das Forschungspaket aufbauen und dann sind wir damit auch erstmal durch. Dann läuft auch dieses Forschungspaket wieder. Ich sehe es doch schon kommen, dass wir noch in diesem Stream mit dem Unsinn fertig werden. Was sehr nice ist, muss ich mal zugeben. Ich hätte es ja nie gedacht. Was machst du? Und im LP später kannst du dann große Mengen an Items über die Schiffe transportieren, da diese ein Fassungsvermögen von 200 Slots haben. Und hast du den Crawler schon ausprobiert? Und können wir nachher noch spoilern? Mensch, so viele Anfragen auf einen Haufen. Also, der Reihe nach. Was machst du? Ich mache Umbau. Da es Updates gab, die Rezepte geändert haben, habe ich mir jetzt auch gedacht, dann können wir jetzt auch mal die neuen Forschungspaketrezepte nutzen. Deswegen funktioniert die ganze Anlage jetzt hier nicht und ich baue die ganzen Forschungspakete um. Ein Forschungspaket haben wir schon umgebaut. Das ist das hier, das ist Militär. Das funktioniert jetzt effizient mit Produktivität, weil das mache ich jetzt bei allen, die ich eh umbaue. Also der hier ist jetzt effizient, produktiv. Jetzt sind wir bei ihm hier dran. Das war mal Chemie. Chemie muss jetzt irgendwie anders passieren. Da bin ich mir noch nicht sicher, wie das wird. Aber für Chemie brauchen wir jetzt Schwefel. Und da sind wir gerade dran. Hier wird nämlich jetzt Zeug hergestellt. Ja, cooles Zeug. So, wir, Steuerung C, brauchen den hier. Das ist nämlich unser Speicher. Und den packen wir einfach, ja, hier hin. Hier wird gespeichert. Alles, was wir momentan produziert haben. Hier brauchen wir jede Menge Pumpen. Pumpen. Können wir gleich mal alle nehmen. Am Kratzwurst. Spoilern, da komme ich ja genau richtig. Nope, gibt's nicht. Schön. Schönen guten Abend. Genau richtig hier. Bist du immer genau richtig. So. Wir brauchen hier jetzt noch die Ausgänge. Wie legt man die? Am besten einfach hier hinten hin, ne? Der dann ins Weiter. Der nächste ins Weiter. Und der letzte auch ins Weiter. Und das wird garantiert mehr reichen. Doch. Wird verrückt. Das ist ja nice. Okay. Ich weiß gar nicht, ob ich die auf 1 zusammengelegt habe oder ob ich die getrennt gelassen hatte. Aber ich lasse die jetzt mal getrennt. Und führe die da getrennt gleich rein. So, hier machen wir mal bitte den Forest hier weg. Weil den möchte keiner haben. Forest ist nicht erwünscht hier. So, und dann sagt man hier mal, hier geht der erste rein. Da habe ich natürlich wieder kein gerades Rohr. Wo ist denn das immer hin? Was machen die denn mit meinem geraden Rohr? Fressen die das oder? Und vor allen Dingen, wo kann ich hier neue bauen? Hier. Bauen nochmal 3 Dutzend Stück. So, wir brauchen auf jeden Fall Pumpe hier. Klaromat. So, Pumpe rein. Wir brauchen noch eine Pumpe. Die macht sich hier rein. Noch eine Pumpe hier und eine Pumpe da. So sieht es dann aus. Schaffen! Im Model P lassen die Schiffsladepumpen direkt in die Drucktanke rein, da diese super schnell ausladen. Ich glaube 20.000 pro Tick. Mhm. Stimmt, das wäre dann eigentlich eine Idee, ne? Pumpen! Ja. Wird schon gehen. Wenn es nie geht, kommt dann noch eine Pumpe hin. Alles gut. Kein Stress mit den Pumpen. Die kommen schon noch.
So. Hier, guck mal, ich hab da sogar Pumpen gesetzt. Ist gonna. Was das die Beschwerde soll? Ist doch alles da. Wahrscheinlich nie genug, aber es ist da. Alles nur für euch. So. So sieht's aus. So, er muss bis hier hin. Gerade Stück. Hier ein gerades Stück. Hier ein gerades Stück. Da kommt ein gerades Stück hin. Dann müssen wir eigentlich. Bis hier. Sauber. Noch das andere Petroleum anschließen. Und dann sind wir da gut dabei, würde ich mal sagen. Okay, das Zeug wandelt sich auch jetzt schon um. Hier passiert jetzt gerade noch nichts. Weil das hier alles voll ist, genau. Weil hier halt noch kein Strom ist. Das ist richtig. Den Strom können wir uns aber von hier oben mal holen. So. Genau, und dann können wir mal gucken. Das sollte, wie gesagt, jetzt hier leer sein. Genau, das fließt schnell genug ab. Ach, guck doch an. Kein Problem, brauchen wir keine Pumpen. Ist alles gut hier. Beziehungsweise das produziert halt einfach viel zu lahmarschig. Es ist auch gleich kein Leichtöl mehr da. Ja, aber diese Vorschläge hast du alle wieder bis zur nächsten Aufnahmesaison wieder vergessen. Das stimmt. Der Pyro kommt. Und zu deiner Frage, wo das gerade Rohr hingeht. Pumpen brauchen überhaupt keine geraden Rohre, also so gut wie 0,0 gar nichts. Sarkasmus. Ist oben. Was? Wer ist oben? Muss ich doch mal gucken. Ein Rohr pro Pumpe. Na ja, gut. Komm. Ein Rohr. Das ist ja quasi nichts. So, wir brauchen jetzt hier noch den Anschluss für unser Petroleum. Wie legt man das hier lang? Das passt. Ungefähr hier so. Das ist alles doof mit dem Leichtöl hier. Gefällt mir nicht. Das ist eng. Das ist eng. Deswegen machen wir das mal. Machen das mal hier so. Auch wenn das eng ist, machen wir das hier so. Und nicht total verrückt sind. So. Der geht hier hin. Da kommt gerade das Rohr hin. Anschluss. Okay. Dann können wir theoretisch hier lang. Hier jetzt dämlich um die Kurve rum. Weil es nicht anders geht. Dann kann das Petroleum in aller Ruhe nicht hier lang, weil das dämliche. Wieso ist denn das Schweröl hier? Dammit, wer hat denn das gebaut? Das ist ja gar angeschlossen hier. Ist ja alles gar nicht. Nur Unsinn machen die hier. So. Jetzt aber. Ah! Es geht nicht. Jetzt. Wir sind raus. Wir haben es geschafft. Freiheit. Gott sei Dank. So, der erste ist erledigt. Der nächste. Muss irgendwie wahrscheinlich hier hinkommen. Und dann bis hierhin. Sollte eigentlich passen. Hier nochmal gerades Rohr dran. Okay. Und von hier aus so weit wie möglich hinaus. Gut, wir haben keine Rohre mehr. Wir gehen jetzt erstmal. Was? Er legt ein Rohr lang. Also Büro, bitte. Und auch noch eng. Ah, ja. Jetzt legt er aber los. Derselbe Gedanke. Schön. So ist das manchmal, ne? Kannst du nichts machen. So, die hier brauchen wir nicht mehr. Können weg. 100 hiervon brauchen wir auch, ne? Nochmal.
40. Gut. Wahrscheinlich brauche ich gar keine mehr davon. So, alles weg. Arr. Ja, da werden jetzt die Rohre ganz eng verlegt. So muss das sein, ne? Wisst ihr Bescheid? Anders wird das nicht. Muss ja ein bisschen Spaß werden. Hast du das Rohr endlich rausgelegt? Ja. Aber ich gehe gleich wieder hier tief rein. Pass auf. Ihr seid alle so doof. Wisst ihr das? Ich finde das aber gut. So, hier müssen wir lang. Das funktioniert. Ich werde berückt. So Schiene. So Schiene. Hier noch das gerade Stück. Da haben wir das gerade Stück. Okay. Nee, nicht bis dahin, bis dahin. Anders passt das leider nicht. Aber der Platz reicht. J sei Dank. Sehr gut, ist alles angeschlossen. Jetzt müssen wir bloß noch hier auch wieder mit dran. 1, 2, 3, 4. Genauso wie beim anderen. Wir können natürlich auch so machen. Ich glaube, das ist sinnvoller, oder? Den hier weg und den hier dran. Dann verteilt sich das nämlich alles ein bisschen sinnvoller. Denke ich mir gerade mal so. Ich glaube, das ist ein Ticken hübscher ist das. Wenn man das so macht. Deswegen machen wir das jetzt so. Weil es hübsch ist. Und hübsch finden wir gut. Nee, dann ist es einfach alles ein bisschen schöner verteilt, gleichmäßiger. Und macht dann hoffentlich keinen Ärger später. So, Strom haben die auch. Gut, die vier Rohre. Machen wir zuerst den äußeren. Der muss hier hin. Bup. Bup. Fertig, erledigt. Anschluss. Der nächste. Bup, bup, bup. Der nicht hier hin, weil der von hier kommen muss. Das heißt, so hier. Bop, bop, fertig. Der nächste ist hier. Oh, weil jetzt wird heftig geschrieben und ich kann nicht lesen, wenn ich gerade kurz konzentriert bin. Ich weiß, es klingt unglaublich, aber gerade ist es kurz so. Deswegen gucke ich auch nicht nach rechts rüber, sondern versuche hier gerade einfach mal mein Rohr fertig zu verlegen. So. Ganz tief rein, ja, mit Gas. Geht das ab wie Schmitz' Katze, ja? Hast du Gase auf der Schulle? Kannst du pimpen wie ein Bulle? Kinder, bitte nicht zu Hause nachmachen. Ja, genau. Gut, dass es schon nach 10 ist, ne? Da sind wir auf der sicheren Seite. Kann man auch mal vulgär werden. Nice. So, wieso passiert hier oben nichts, ihr Säcke? Achso, hier ist nichts angeschlossen, ja. Gut, dann passiert natürlich auch nichts. Hier läuft's, da läuft's, hier läuft's. Alles läuft. Wunderbar. So wollten wir das gesehen haben. Das heißt, wir brauchen jetzt einfach bloß Schwefel. Gerade was. Versautheitsverhältnis. Auf ein neues Level gebracht. Ja, auf jeden Fall. Das habe ich auch so gedacht. Deswegen ist ganz gut, dass schon nach 10 ist. Sonst darf ich dein Zeug auch nicht mehr vorlesen. Es zu gefährlich ist. Wie machen wir denn jetzt? Ja, keine Ahnung. Wir müssen Schwefel herstellen. Schwefel wird direkt hergestellt. Das heißt, das ist einfach bloß so hier. Quatsch. Schwefel. Da hast du. Ja. Können wir noch ein ganz bisschen, kleines bisschen hübscher machen. Ich weiß auch nicht, wie schnell der hergestellt wird.
Mal sehen, was habt ihr für eine Herstellgeschwindigkeit, ihr Gurken? 1. Wie lange braucht Schwefel? 1. Macht aber 2. Das heißt, ich brauche 12 von den Dingern in einer Reihe für blaues Band. Voll. Gut. Das sind 6, das heißt einfach davon ist Doppelte. Das denke ich, krieg mal hin. So, hier 6er. Überall kommt der Schwefel nahe. Dann das ganze Ding kopieren. Umdrehen. So viel braucht kein Mensch, ne. Muss ich mal ehrlich sagen. 1, 2, 3. Dann passt hier doch jetzt hoffentlich ein Band dazwischen, genau. Wo komische Bäume im Weg sind. Was ist denn hier heute mit der Stimme los? Meine Güte, ich muss mal gleich am Tee schlürfen. Das wird das ja nicht mehr. Mit mir. Ja, einfach ein so ein Rohr. Ach, wir machen einfach ein so ein Rohr, ne? Ist einfach testweise. Können wir eigentlich auch da drüben dran schließen? Da wird es ein bisschen vielleicht sinnvoller. Who knows? Ja, natürlich geht das hier wieder nicht, ne? Das wäre ja auch... Der braucht Wasser! Mist. Warum brauchen der Wasser? Das ist doch nicht... Das ist doch jetzt nicht wahr. Das heißt nämlich, ich muss eher Platz lassen. Wieso brauchen das Wasser? Mist. Darauf war ich nicht vorbereitet. 4er, 6er. Die kopieren wir. Nochmal 6er. Da wird die Reihe nämlich hier gleich viel länger. Wieso braucht denn das Wasser? So ein Unsinn. Doof. Na gut. So, machen wir mal hier so ungefähr. Der läuft hier weiter. Und geht hier dran. Da kommt das Wasser. Das Wasser kommt einfach von links, sagen wir. Das macht es nämlich einfacher. Sage ich jetzt mal. Auch wenn es das nicht wirklich tut, aber hier könnte man die ganze Zeit faul, wie man ist, gerade das Rohr legen. Und alles wäre gut. So, hier mal überall einfügen. Ja, komm, mach mal jetzt gerade das Rohr hin. Wie gesagt, ist ja... Ist nicht Wurst, weil das passt hier nicht. Ach, ich dachte gerade, oh, da kann ich ja mal faul sein, aber nicht ganz so hier sein. Weil hier muss ein... hier muss ein Untergrundrohr sein, sonst verbindet sich das hier und dann kann man das nicht so schön eng bauen. Und wir hatten ja vorhin schon etabliert, dass wir gerne unsere Rohre eng verlegen. Und daher muss das leider jetzt so sein. Ja, ich ja halt so. So, dann sind wir am Ende vom Gelände. Hier noch die ganzen Geraden hin. Wenn deine Banane krumm ist, ist auch nicht so cool. Glaube ich. Hier, nimm mal hier das ganze Kraut weg, bitte. Was ist das? Achso. Da war ich selbst im Weg. Ist auch immer ganz fantastisch. So, ja, ich mache jetzt hier bloß eine, so eine... Nee, ich mache gleich 2. Ja, und die tue ich dann vervierfachen. Und dann ist das gut. Ich weiß auch gar nicht, warum ich überhaupt... so viel davon mache. Ich mache ja jetzt hier quasi genug für 4 blaue Bänder. Braucht kein Mensch so viel Schwefel. Theoretisch, aber naja gut, was ist? Pyro, musst du beim Upload dieser Stelle zensieren? Ja, wahrscheinlich, ne? Piep. Mache ich dann. Ich muss mal Pause drücken. Ein Timestamp. Schwefel kannst du produktiv machen. Ja, kann ich, aber kein Mensch braucht so viel Schwefel nicht. Das ist halt... Und die ganzen Ölprodukte habe ich keine Lust produktiv zu machen, weil die nicht weil die unendlich sind. Die Produktivität mache ich hauptsächlich wegen der Unendlichkeit. Unendlichkeitssache.
So, wir kopieren den ganzen Unsinn mal. So, hier. Direkt. Drehen. Einfügen. Quatsch, erledigt. So, was brauchen wir jetzt hier? Der hier kann man direkt einen Anschluss kriegen, dann ist das erledigt. Und das funktioniert. Bis hier rüber. Nietzsche. Der hier kann weg. Ich glaube, das passt. Das ist ja ein Traum. Das hier kann weg. Und hier kriegt er seinen Wasseranschluss. Der Kollege. Eigentlich mit von hier unten. So, hier. Und da kommt jetzt einfach unser Waterfill hin. So. Ja, Offshore-Pumpe. 1, 2, 3, 4 brauchen wir wieder. Wäre doch gelacht, wenn wir das nicht hätten. Und dann kann das hier schon losgehen, sobald es, warum habe ich ein rotes Band gelegt, wenn ich gesagt habe, das hier ist dafür ausgelegt, dass wir blau machen. Naja, gut. So, jetzt. Ja, es fehlt überall noch Ausladestation hier. Also Greifarme. Mache ich dann echt ein großes Beepen. Ach was, juckt doch kein Menschen, ne, oder? Juckt das jemanden? Ei, ei, ei.